Verschwörungstheorien, die sich als wahr herausgestellt haben. Gab es im Jahr 1994 die Idee, eine Hormonbombe zu entwickeln. Eine Hormonbombe? Hormonbombe sollte gegnerische Truppen mit aphrodisierenden Mitteln homosexuell machen. Was? 53 nämlich ihr Programm MK Ultra gestartet, um zu erforschen, wie man das Bewusstsein und den Geist von Menschen kontrollieren kann. Die schrecken vor sowas nicht zurück, das will ich euch damit sagen. Man kann diesen Leuten alles zutrauen. Eine wahr gewordenen Verschwörungstheorie, die ausnahmsweise mal nicht den amerikanischen, sondern den israelischen Geheimdienst betrifft. Ich liebe euch alle, egal ob ihr schwarz oder weiß seid, ich spiel keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Lovelock Highlights und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Liebe geht raus an die Community und zwar ziehen wir uns ein neues Video rein, welches heißt Verschwörungstheorien, die sich als wahr herausgestellt haben. Ich gehe davon aus, dass wir für diese Recherche auch einen Aluhut wieder brauchen. Das Wort Verschwörungstheorien ist schon im Titel mit drin. Also sind wir hier auf jeden Fall richtig. Und den Aluhut, mein imaginärer Aluhut ist sowieso immer auf, aber ihr könnt euren schon mal bereitlegen. Und dann gehen wir mal rein in das Video. Ich weiß nicht, was uns hier erwartet. Ich liebe euch. Lasst einen Daumen nach oben da, schreibt ein Kommentärchen, abonniert den Kanal. Und ich würde sagen, der Peter geht los, Digi. Peter Edin Mannert, da. Und los. Das wird wild jetzt hier. Da sind auch, glaube ich, Themen dabei, die wir nicht kennen, Digi. Mal was Neues so. Für uns Master-Schwurbler auf jeden Fall nicht selbstverständlich. Und die meisten Sachen kennt man schon. Das, was der jetzt gerade da angesprochen hat, noch nicht gehört. Hier sind krasse Verschwörungstheorien, die sich als wahr herausgestellt haben. Nummer 1. Hormonbombe. Starten wir mit der ersten Hormonbombe? Verschwörungstheorie, die wahr geworden ist und bei der man sich wirklich gewünscht hätte, dass sie nur eine bloße Theorie geblieben wäre. Denn die Pläne, die das Pentagon in den 90er Jahren angefertigt hat, sind wirklich grausam. Wie hieß der nochmal, Digga? Der hat immer so gemacht, ne? Und der hat doch so einen kleinen gehabt, der auch so aussah wie der. So ein Mini-Me. Wie heißt denn der nochmal? Wie heißt der Glatzkopf nochmal? Dr. Evil oder so? Irgendwie so komisch, ne? Eine Forschungsgruppe erst vor wenigen Jahren herausfand, gab es im Jahr 1994 die Idee, eine Hormonbombe zu entwickeln. Eine Hormonbombe? Testobombe oder was? Aus den Pentagon-Papieren ging hervor, dass die Luftwaffe dieses Projekt vorgeschlagen und 7,5 Millionen Dollar für die Entwicklung einer solchen Bombe beantragt hatte. Die Idee war es, eine nicht tödliche chemische Waffe zu entwickeln, die das Sexualverhalten der feindlichen Soldaten verändert. Yo, Östrogenbombe oder was? Hast du runterschrauben von den Jungs innen, wa? Die Hormonbombe sollte gegnerische Truppen mit aphrodisierenden Mitteln homosexuell machen. Was? Digga, what the fuck? Bruder, wo sind wir hier drin? Wo sind wir jetzt hier drin gerade? Mit die ein starkes Sexualverhalten bekommen und in der eigenen Truppe miteinander schlafen. Die Luftwaffe erhoffte sich dadurch, dass die Soldaten auf dem Kampffeld geschwächt und weniger kampfbereit waren. Und so unfassbar bizarr und menschenverachtend diese Vorschläge auch klingen, das Pentagon hat diese Bombe zwar nie bewilligt, doch trotzdem soll zunächst ernsthaft über diesen Plan diskutiert worden sein. Yo, das ist crazy. Das ist crazy, Bro. Weißt du, was ich mich immer frage, wenn solche Sachen erforscht werden oder solche Sachen mal rausgekommen sind, dass die wirklich mal auf dem Zettel standen, so? Ich glaube nämlich ein paar von den Sachen, wo die sagen, ja, nee, das machen wir nicht oder da forschen wir nicht dran weiter, da wird trotzdem dran weiter geforscht, halt im Verborgenen, so, weißt du? Wird halt dann nicht erzählt mehr, aber wird trotzdem dran weiter geforscht. Wie zum Beispiel auch dieses Remote-Viewing-Thema und so. Die haben mir ja gesagt, so, ja, wir haben damit aufgehört, es hat keinen Sinn gemacht und so, aber vielleicht haben die Durchbruch gehabt und haben gemerkt, wie krass das ist und dann einfach den Leuten erzählt, nee, ja, wir haben aufgehört, Digga. Alles gut, weißt du? Nummer 2, MK Ultra. Bei der nächsten Verschwörungstheorie, die wahr geworden ist, hatte die CIA ihre Finger im Spiel. Die hat 1953 nämlich ihr Programm MK Ultra gestartet, um zu erforschen, wie man das Bewusstsein und den Geist von Menschen kontrollieren kann. Auch Ursprung gehabt bei den Nazis, glaube ich, damals, ne? MK Ultra. Auch wieder Wissenschaftler, NASA ist ja auch von den Nazi-Wissenschaftlern maßgeblich beeinflusst worden und dieses MK-Ultra-Projekt hat auch, glaube ich, damals in Hitler-Zeiten angefangen, so. Crazy stuff.
Das Programm umfasste tausende von Menschenversuchen, bei denen ahnungslosen Testpersonen LSD verabreicht wurde. Was genau LSD in diesem Zusammenhang bewirken sollte, das wusste man eben nicht. Aber die Ahnungslosigkeit hielt die CIA nicht davon ab, mit LSD zu experimentieren, zumal es damals noch nicht illegal war. Die Opfer, die damit verabreicht wurden, wussten meistens nicht, wie ihnen geschah. So hat man zum Beispiel in Kalifornien auf Studentenpartys LSD unwissentlich eingesetzt und dann beobachtet, was passiert. Und what the fuck? Die haben das auf Studentenpartys unwissentlich einfach eingeschleust und dann geguckt, was passiert? Das ist crazy, Bro. Und was ist mit den Studenten? Ja, scheiß drauf. Einfach Experimente mit Menschen gemacht. Also das haben die schon immer gemacht. Und deswegen auch dieses, ich ziehe da jetzt Parallelen zu dem, was jetzt gerade aktuell bei uns passiert ist mit der Corona-Zeit so, mit dieser Impfung und so, ist auch ein großflächig ausgerolltes Projekt meiner Meinung nach, wo man schaut, was für einen Effekt vielleicht so ein Impfstoff auf eine große Masse der Bevölkerung hat, so weißt du? Die schrecken vor sowas nicht zurück, das will ich euch damit sagen. So, man kann diesen Leuten alles zutrauen. Bruv, welcher menschliche Mensch, der ein bisschen Herz hat, ne, tut Studenten irgendwelche psychedelischen Substanzen geben und guckt dann, was mit denen passiert, so. Was ist das, Bruder? Ist das dein Ernst? Daran merkst du, die haben keine Ethik, die haben keine Moral, die haben keine Menschlichkeit. Die wollen einfach nur ihre Forschungen weitertreiben und gehen dafür auch über Leichen. Das Ganze blieb nicht nur in Amerika, sondern wurde zum Beispiel auch bei uns in Deutschland getestet. Ohne das Wissen der Deutschen, denn die CIA hatte für ihre Versuche damals auch Ex-Nazis zur Mitarbeit herangezogen. Experimentiert wurde aber nicht nur mit LSD, sondern auch mit Elektroschocks und Hypnose. Während der gesamten Operation sollen mindestens 2 Menschen gestorben sein. Und der grausame Skandal selbst, der konnte erst 1975 aufgedeckt werden, also über 20 Jahre später. Zur Verantwortung wurde aber natürlich niemand herangezogen. Die CIA einen Großteil der Unterlagen vernichtet hatte. Dabei hatte es schon in den 1950er Jahren mysteriöse Todesfälle gegeben, die die Verschwörungstheorie ordentlich anheizte. Zum Beispiel war der Amerikaner Frank Olson, der selbst an der Erforschung biologischer Waffen beteiligt war, aber dann doch ein schlechtes Gewissen bekam, im LSD-Rausch aus dem Fenster gestürzt. Nummer 3. CIA. Crazy, Digga. Es gibt ja auch die Verschwörungstheorie, dass dieses MK-Ultra-Thema auch noch angewendet wird, auch teilweise sogar in Hollywood und so, ne? Dass da gewisse Stars oder auch Kinderstars und so MK-Ultra-technisch verändert werden, Mind-Control gemacht wird mit denen, damit man die dann steuern kann und so. Hört sich wild an. Ist aber so. Also die Theorie gibt's auch mit Monarch-Projekt und solche Geschichten. Weißt du, wie ich meine? Muss man sich mal mit beschäftigen. Haben wir uns auch ein geiles Video zu schon reingezogen. Wenn jemand ein geiles Video zum Thema MK-Ultra und Hollywood hat, Discord it in, man, Alter. Wir sind da. Lässt Katze spionieren. Wir haben uns ja Katzenspione? Ist schon daran gewöhnt, dass uns alles und jeder ausspionieren kann. Die Webcam filmt ungefragt und Apps schalten heimlich das Smartphone-Mikro ein. Und auch die Gibt's nicht Leute, die sagen, dass Tauben auch so wie Drohnen sind? Dass so Drohnen-Tauben-Drohnen gibt? Geheimdienste können so gut wie alles in ein Spionagetool umwandeln, was sich im Entferntesten dazu eignet. Lippenstifte zum Beispiel, Streichholzschachteln oder auch eine lebendige Katze. Ja, richtig gehört. Denn als im Jahr 2001 ehemals geheime CIA-Dokumente für die Öffentlichkeit freigegeben wurden, kam neben den grausamen LSD-Experimenten auch eines der wohl ungewöhnlichsten Experimente des US-amerikanischen Nachrichtendienstes zutage. Operation Acoustic Kitty. What the fuck? Alles begann 1961, als sich der Kalte Krieg immer weiter zuspitzte. Die CIA versuchte, die sowjetische Botschaft in Washington DC auszuspionieren, ohne großen Erfolg, bis ein Mitarbeiter eine Idee hatte. Warum nicht einfach eine Katze in ein wandelndes Abhörgerät verwandeln? Schließlich können Katzen überall kommen und gehen, ohne dass sich jemand etwas dabei denkt. Man müsste eine Katze nur mit einem Mikrofon ausstatten, in der Nähe der Botschaft aussetzen und tada!
Schon hätte man ungehinderten Zugang zu russischen Geheiminformationen. Die CIA war von dieser Idee so überzeugt, dass sie ein Budget von 10 Millionen Dollar für das Projekt locker machte. Und wer nun glaubt, dass die Agenten einfach einer Mieze ein Halsband mit Mikrofon umlegten, hat weit gefehlt. Die haben die bestimmt umgebaut, die Jungs, ne? Irgendwas ins Gehirn reingepflanzt oder was auch immer, ey. Schließlich waren Aufnahmegeräte in den 1960er Jahren ungefähr so groß wie ein Toaster. Darum tüftelten die Mitarbeiter des Langley-Forschungszentrums der CIA, wie sie das nötige Equipment, also Mikrofon, Batterien und eine Antenne, innerhalb der Katze montieren konnten. Innerhalb der Katze montieren konnten. Bro, was ist los mit dir, yo? Das ist wieder so unmenschlich auch. Idealerweise, ohne das Tier bei der Prozedur zu töten. Nach langen... Idealerweise, ohne das Tier bei der Prozedur zu töten, aber wenn es passiert, passt schon. Überlegungen hatten die Ingenieure schließlich einen Plan. Das Mikrofon sollte in den Gehörgang der Katze implantiert werden, während die Antenne entlang der Wirbelsäule bis zum Schwanz unter dem Fell entlang führte. Die arme Katze, ja. Batterien und der Funksender sollten im Bauchraum platziert werden. Und tatsächlich, wie durch ein Wunder, überlebte die Spionenkatze die einstündige OP. Damals waren offenbar alle Beteiligten mit dem Ergebnis zufrieden. Sie waren zuversichtlich, dass die Katze bald einsatzbereit sein würde und ihnen unbezahlbare Informationen liefern würde. Weit gefehlt, denn als sich die Abhörkatze halbwegs von ihrer Operation erholt hatte, mussten die Agenten feststellen, dass sie sich immer noch wie eine ganz normale Katze verhielt. So lief sie bei den ersten Tests überall hin, nur nicht zu ihren Zielobjekten. Statt strategisches Feingefühl an den Tag zu legen, jagte die Katze lieber Vögeln hinterher, um ihren Hunger zu stillen. Ach nee. CIA-Agenten sahen nur eine Lösung. Die Katze musste erneut unters Messer. Die MK Ultra, ich hätte jetzt die vorige Verschwörungstheorie mit der hier verknüpft und hätte gesagt, die haben einfach versucht, MK Ultra mit ihr zu machen und ihr Verhalten zu verändern. Mal sollte ihr Appetit gedrosselt werden, in der Hoffnung, dass sie dann konzentrierter arbeiten würde. Außerdem sollte sie ein spezielles Training durchlaufen, um sie gefügig zu machen. Und auch wenn Details dieser zweiten Maßnahme nach wie vor der Geheimhaltung unterliegen, ist so viel bekannt. Die US-Regierung ließ offenbar weitere 10 Millionen US-Dollar dafür springen. Nach 5 Jahren harter Arbeit, mehreren Operationen, hunderten Stunden Verhaltenstraining... Digga. Doch nicht deren Ernst. Und 20 Millionen US-Dollar Steuergeldern war der große Tag endlich gekommen. In einem unauffälligen... 20 Millionen US-Dollar Steuergeldern. Guck mal, das machen die mit den Steuergeldern. Nice. Im weißen Van wartete Kusty Kitty vor der sowjetischen Botschaft auf ihren ersten Einsatz. Die Mission, sie soll zwei Russen auf einer Parkbank ausspionieren. Doch dann nimmt das Schicksal seinen Lauf. Als die Abhörkatze aus dem Wagen gelassen wurde, ignorierte sie alle Befehle, rannte schnurstracks auf die Straße und ihr könnt es euch vielleicht schon denken, sie wurde von einem Taxi überfahren. Was für Idioten. Damit war Operation Acoustic Kitty gescheitert. Nummer 5. Deutsche Fußballer mit Aufputschmittel. Was haben sie denn da unten in ihrem Stutzen drin? Der ist geil! Der ist geil! Bitte? Zigaretten! Exactly. Er macht das, was er amazing findet. Verstehst du, was ich meine? Geht's mit der Verschwörungs... Zigaretten! Acoustic Kitty gescheitert. Nummer 5. Deutsche Fußballer mit Aufputschmittel. Was haben sie denn da unten in ihrem Stutzen drin? Zigaretten! Weiter geht's mit der Verschwörungstheorie um die deutschen Fußballweltmeister von 1954, die am 4. Juli 1954 mit 3:2... Ich komm nicht klar, Bruder. Der geht einfach auf den Platz mit Kippen, Digga. Bruder, die Jungs waren Legenden noch damals, ich schwöre. Hohen Favoriten aus Ungarn besiegten. Das sogenannte Wunder von Bern begeisterte jeden Fußballfan. Unzählige Bücher und Filme wurden veröffentlicht und 50 Jahre später eben auch jene Schlagzeile, die eine ganze Nation schockierte. Die Bild-Zeitung veröffentlichte am 31. März 2004 einen Artikel mit dem Titel Böser Verdacht gegen die WM-Elf von Fritz Walter. Die Helden von Bern alle gedopt? Detaillierter wurden die Vorwürfe dann im Artikel. Berichtet wurde über Spritzeninjektionen, die den deutschen Spielern während der WM 1954 gesetzt worden waren. Zitiert wurden der damalige Platzwart des Berner Stadions, Walter Brönnemann, der erzählte, wie er nach dem Finale beim Putzen leere Ampullen unter Wasserablaufgittern gefunden hat. Okay.
Und tatsächlich, später wurde offengelegt, mehreren Spielern der deutschen Fußballnationalmannschaft wurde das Aufputschmittel Pervitin verabreicht, was bekannt für seine leistungssteigernde Wirkung ist. Noch erschreckender ist jedoch, was die Bild weiter unten in ihrem Artikel schrieb. Sie vermuteten einen direkten Zusammenhang zwischen den Injektionen und den vielen Gelbsuchtkrankheiten, von denen eine Reihe von Spielern in den Monaten nach dem WM-Sieg betroffen waren. Ach, und krass. Auch die frühen Todesfälle zweier Spieler könnten mit... Aber das ist doch sowieso im Sport, in der Sportwelt extrem weit verbreitet mit dem Doping. Da waren bestimmt nicht die einzigen Jungs, die sich das gegeben haben. Spritzen zu tun gehabt haben. Es stellte sich später nämlich heraus, dass der Abkocher des Arztes, der die Spritzen verabreichte, aus einer alten Sowjetpraxis kam und nicht die nötige Temperatur erreichte, um die gefährlichen Erreger abzutöten. Ganz schön krass. Gut, man hätte damals ja wirklich alles machen können, weil es noch keine Dopingkontrollen gab. Ziemlich unethisch ist die Geschichte aber trotzdem. Oder was meint ihr? Nummer 6. Die Operation Overcast. Einer sagt, na und? Damals gab es noch kein Dopingverbot. Echt jetzt? Gab's nicht, wa? Also war nicht illegal. Also hört auf zu haten, Digga. Mit der Operation Overcast, einem weiteren militärischen Geheimprojekt der USA, genauer gesagt der CIA, die das Ziel hatte, nach der Niederlage von Nazi-Deutschland beim Zweiten Weltkrieg deutsche Wissenschaftler und Techniker zu rekrutieren und sich deren militärtechnisches Können und Wissen zu sichern. Das ist so offiziell, das ist sogar eine Verschwörungstheorie. Overcast. Nazi-Wissenschaftler aus Deutschland wurden rekrutiert, um zu vermeiden, dass deren Wissen in die Hände der Sowjetunion gelangt. Dafür hat die CIA... Und um sich einen Vorteil zu verschaffen, auf jeden Fall. Da war es dann auch egal, ob das selber Nazis waren oder ob die mit partizipiert haben und so. Es geht immer nur um das eigene Vorankommen und einfach dem Feind voraus zu sein. Zahlreiche Lebensläufe gefälscht, damit die Wissenschaftler in den Vereinigten Staaten arbeiten konnten. Eigentlich war... Lebensläufe gefälscht, Digga, guck mal, siehst du? Siehst du? Anfangs geplant, nur maximal 350 Personen in die USA zu holen, die auch nicht länger als ein halbes Jahr bleiben sollten. Doch spätestens 1946 war klar, dass es nicht bei dem ursprünglichen Plan bleiben wird. So wurde die Anzahl der Betroffenen auf insgesamt 1000 erhöht und... Auch die Familien der Männer und Frauen wurden in die USA gebracht und eingebürgert. Zusammen mit den deutschen Technikern und Wissenschaftlern wurde auch die komplette nach dem Krieg übrig gebliebene Technik, wie zum Beispiel V2-Raketen und fertiggestellte Raketenmotoren, verschifft, sofern sie in die Hände der amerikanischen Einheiten gefallen war. Ohne die Germans wären die Amis auch nie so weit vorne gewesen, Digga, sag ich dir so, wie es ist. Germans halt Ingenieurwesen und so eine Sache, Digga, da sind wir halt die krassesten auf der Welt, Digga. Da kann keiner uns irgendwas vormachen, so, weißt du? So. Sind wir die G's, Bro? Die GG's. USA vergiftet Alkohol. Die nächste Verschwörungstheorie, die sich am Ende als wahr herausgestellt hat, war ja eigentlich gut gemeint. Ah ja, das kenne ich. Das kenne ich. Doch die Sache ging nach hinten los. Wie ihr vielleicht wisst, wurde in den USA vor gut 100 Jahren jeglicher Alkoholkonsum verboten. Auch eine krasse Geschichte, ne? Sorry fürs oft Stopp machen, aber überleg mal, Digga. Einfach Alkoholverbot gewesen. Eigentlich eine geile Sache auch, finde ich so. Ich finde, Alkohol sollte auf jeden Fall eher verboten werden als Cannabis zum Beispiel. Alkohol ist eine der schlimmsten Drogen. Das hat den schlimmsten Effekt auf unser Leben. Das ist Nervengift, Digi. Das greift direkt auf deine Nerven. Ein Schluck Alkohol und dein Körper fängt sofort an, Alkohol abzubauen. Sofort. Das müsst ihr euch mal reinziehen. So. Das ist eine Sache, wenn du anfängst mit Fitness, dann beschäftigst du dich natürlich damit, weil Alkohol ist der größte Feind vom Körper. So, deswegen, wenn du trainieren warst zum Beispiel und dein Körper gerade dabei ist, deine Muskeln zu regenerieren, um dann wieder aufzubauen und fürs nächste Training sich vorzubereiten, trinkst du nur einen Schluck Alkohol, stellt der ganze Körper die Prozesse ein und macht alles dafür, diesen Alkohol abzubauen. Das ist die erste Priorität. Wissen viele gar nicht, ne? Aber es ist so. Daran merkst du, wie heftig Alkohol unserem Körper schadet, so. Das hatte jedoch fatale Folgen. Viele Amerikaner besorgten sich ihren Schnaps, ihren Whisky und andere meist harte Getränke auf illegalem Weg, wo... Alkohol und Cannabis gehören komplett verboten, Punkt. Fühle ich nicht, Bro. Cannabis kommt aus der Natur, Digi. So. Cannabis und Alkohol kannst du 0% miteinander vergleichen. 0%. Das eine hat mit dem anderen gar nichts zu tun. Du kannst von Cannabiskonsum nicht sterben. Von Alkoholkonsum, täglicher Alkoholkonsum kann dich schon nach einem halben Jahr... Kannst du schon sterben, potenziell, weißt du? Kannst du nicht vergleichen, sorry. Da muss ich mich stark machen für Marihuana, Digga, an der Stelle, wenn ich das so sagen darf.
Weil das kannst du einfach nicht miteinander vergleichen. Auf der kriminelle Schwarzmarkt blühte und nicht wenige am selbstgebrannten Fusel starben. Doch was die Regierung anschließend unternahm, ist wirklich erschreckend. Um die Menschen noch stärker vom Alkoholhandel abzuhalten, vergifteten sie alkoholische Getränke, indem sie zum Beispiel unter anderem Benzin oder Kerosin hinzufügten. Lange bestritt die US-Regierung dies. Heute wissen wir allerdings, diese Krass. Maßnahme kostete rund 400 Menschen das Leben. Nummer 8. Watergate-Affäre. Eines der bekannten. Einer sagt gerade hier mit Cannabis und so. Wie gesagt, das kannst du einfach nicht miteinander vergleichen. Cannabis hat sogar einen positiven medizinischen Effekt auf Menschen gehabt, Digga. Mit Cannabis kannst du Klamotten machen. Mit Cannabis könntest du Papier machen. Könntest die ganze Natur schützen. Cannabis hat Potenzial. Cannabis wurde uns von Gott geschenkt. Ich will nicht damit sagen, dass du jeden Tag buffen sollst oder so eine Scheiße, aber du kannst das nicht mit Alkohol vergleichen. So, und Cannabis kann auch einen negativen Effekt auf dich haben, gerade im Jugendalter und auf deine Psyche und auf diese ganzen Sachen. Ich will hier nicht sagen, dass täglicher Cannabiskonsum irgendwie immer gut ist oder so eine Sachen, aber ich will nur ganz klar machen, dass es einen Riesenunterschied gibt. Beispiele für eine wahre Verschwörungstheorie ist die Watergate-Affäre. Im Jahr 1972 waren die USA mitten im Präsidentschaftswahlkampf. Richard Nixon, der amtierende Präsident und Mitglied der Republikanischen Partei, kandidierte für eine zweite Amtszeit. Das Watergate-Gebäude in Washington D.C. beherbergte das Hauptquartier der Demokratischen Partei, Nixons politischen Gegnern. Am 17. Juni 1972 wurden 5 Männer im Watergate-Gebäude festgenommen. Sie hatten versucht, Abhörgeräte zu installieren und geheime Dokumente zu stehlen. Es stellte sich heraus, dass diese Männer Verbindungen zum Wahlkampfteam von Nixon hatten. Nach dem Einbruch versuchte das Weiße Haus, die Verbindung zwischen den Tätern und der Nixon-Regierung zu verbergen. Krass. Wurde bekannt, dass Nixon und seine Berater aktiv daran arbeiteten, die Ermittlungen zu behindern und Beweise zu vernichten. Zwei Journalisten der Washington Post, Bob Woodward und Carl Bernstein, spielten eine entscheidende Rolle bei der Aufdeckung des Skandals. Bernstein hat outmannert, huh? Sie machten eine Vielzahl illegaler Aktivitäten und Vertuschungen bekannt. Im Laufe der Ermittlungen stellte sich dann noch heraus, dass Nixon Tonaufzeichnungen von Gesprächen im Oval Office angefertigt hatte. Diese Bänder bewiesen eindeutig seine Beteiligung an der Vertuschung und machten klar, die Verschwörungstheorie war wahr geworden. Im August 1974, als klar wurde, dass Nixon wahrscheinlich angeklagt und des Amtes enthoben werden würde, trat er als erster und bisher einziger US-Präsident übrigens freiwillig zurück. Die Watergate-Affäre hatte aber trotzdem weitreichende Konsequenzen. Crazy, der ist zurückgetreten, Digga, das wusste ich gar nicht. Neue Infos für mich hier gerade. Für das Vertrauen der Öffentlichkeit in die Regierung. Sie gilt bis heute als Symbol für Machtmissbrauch und Korruption in der höchsten politischen Ebene. Ja, und das hat damit auch nicht aufgehört, meine lieben Freunde. Das geht immer noch weiter. Nummer 9. Operation Gladio. Während des Kalten Krieges gab... Digga, gutes Video, ne? Interessant, oder nicht? Finde ich, hat er gut aufgebaut so. Da sind Themen dabei, die wir kennen, Themen, die wir nicht kennen. Macht Spaß. Immer mal wieder Verschwörungstheorien, dass die NATO und die CIA gemeinsam Sabotageakte durchführen. Alle, die das anfangs belächelten, staunten nicht schlecht, als sich das irgendwann tatsächlich bewahrheitete und Details zur Operation Gladio ans Licht kamen. Die Operation Gladio war ein geheimes nachrichtendienstliches Netzwerk, das während dem Kalten Krieg tatsächlich von der NATO und der CIA ins Leben gerufen wurde. Das Ziel, eine mögliche sowjetische Invasion und Besetzung Westeuropas, soll abgewehrt werden. Die Idee war, dass diese Einheiten im Untergrund bleiben würden, um dann im Falle einer Besetzung durch feindliche Truppen Widerstand zu leisten. Gladio war Teil eines größeren Netzwerks ähnlicher Operationen in verschiedenen NATO-Mitgliedsländern, darunter Italien, Belgien, Frankreich und Westdeutschland. Diese Einheiten wurden häufig von lokalen Geheimdiensten in Zusammenarbeit mit der CIA und dem britischen MI6 organisiert und ausgebildet. Es gibt sogar Beweise, dass Gladio und ähnliche Netzwerke in politische Ereignisse und Operationen verwickelt waren. Und dann gibt es echt Leute, die sagen, nein, es gibt keine politischen Verschwörungen, die würden uns niemals irgendwas antun, die würden sich niemals zusammentun, um irgendwelche Dinge zu tun, die wir nicht mitbekommen und so, das ist crazy, ne? Die haben nie damit aufgehört, ja, naja, ja. Das läuft die ganze Zeit ab und die rechtfertigen das halt damit, dass die sagen, wir machen das für ein, die sagen ja immer, die machen das für ein höheres, für was höheres, für ein größeres Wohl, für eine Sache, die wichtig ist für die gesamte Menschheit, deswegen müssen wir das machen. Wir müssen im Geheimen Verschwörungen machen und andere Leute bekämpfen und dann auch manchmal Menschen töten oder irgendwelche Sachen machen, die eigentlich illegal sind, weil wir machen das für den Frieden, wir machen das fürs Gute, wir beschützen euch damit, ne?
Weißt du? Das ist ja auch der Grund, warum zum Beispiel die USA nicht teilnimmt an diesem internationalen Gerichtshof in Den Haag oder was? Oder wo ist es nochmal? Die sind ja nicht Teil von diesem internationalen Verbund, der auch Staaten und so vor Gericht stellen kann, wenn die unmenschliche Sachen machen. Und die rechtfertigen das damit, indem die sagen, ja, wir machen das ja für die Leute, für die Menschen. Wir müssen manchmal illegale Sachen tun oder Menschen töten oder Kriege anzetteln oder irgendwelche Putsches machen und so, weil das ist wichtig. Die über ihre ursprüngliche defensive Rolle hinausging. In Italien gab es zum Beispiel Anschuldigungen, dass Gladio an terroristischen Anschlägen beteiligt war. Sowas zum Beispiel. Um politische Instabilität zu erzeugen. Nachdem die Operation bekannt wurde, gab es in mehreren europäischen Ländern Untersuchungen, um das Ausmaß dieser geheimen Netzwerke zu klären. Was klar ist, die Enthüllungen über Gladio haben das Vertrauen in die Geheimdienste und die NATO in vielen Ländern erschüttert. Nummer 10. US-Geheimdienste überwachen das Internet. Das ist die eine große Verschwörungstheorie, die ja... Das sind, also viele von den Sachen, die dir hier erzählt, sind für mich, also für uns hier... Als Master-Schwurbler, Digga, sind das auf jeden Fall keine Verschwörungstheorien. Wir wissen, dass das so ist, oder? Chat, sind wir uns da einig? Also viele von den Sachen wussten wir vorher schon und sind wir schon von ausgegangen, schon von Natur aus. Oder nicht? Lang durch die Welt ging und über die das ein oder andere Mal kräftig gescherzt wurde, bis im Jahr 2013 plötzlich Inhalte des sogenannten PRISM-Programms des US-Geheimdienstes ans Licht kamen. Und dann wurde ziemlich schnell klar, sie überwachen tatsächlich das Internet, hören User ab und sammeln unerlaubt Nutzerdaten. Die amerikanischen Geheimdienste haben Zugang zu allen wichtigen Daten, die Apple, Facebook, Google und Co. über ihre Nutzer speichern. Und das PRISM-Programm enthält quasi alles, was eine Gesellschaft zu einem globalen Überwachungsstaat macht. Als Rechtfertigung hieß es, das ist alles legal und dient nur der Terrorbekämpfung. Terroristen, die haben immer irgendeine Ausrede, ne? Die Cousins. Immer irgendwas haben die am Start. Nummer 11. Lavon-Affäre. Weiter geht's mit der nächsten wahr gewordenen Verschwörungstheorie, die ausnahmsweise mal nicht den amerikanischen, sondern den israelischen Geheimdienst betrifft. Okay, Freunde, das war's gewesen mit dem Video. Ich küsse eure Zirbeldrüse. Wir sehen uns im nächsten Video. Haltet die Ohren steif. Yo, ich bin dann raus. Ganz klar ein Antisemit, der Typ, der das Video erstellt hat. Sag ich dir so, wie es ist. Wie kannst du Israel überhaupt erwähnen im Video? Auch noch im Zusammenhang mit Verschwörungstheorie und wahr geworden. Junge, 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 Junge. Dünnes Eis, Bruder, dünnes Eis. Ganz dünnes Eis. Es geht nämlich um die Lavon-Affäre, ein riesiger politischer Skandal in Israel in den 1950er Jahren, der das Land ziemlich krass beeinflusste. Aber fangen wir mal von vorne an. In den frühen 50s, ja? 1950er Jahren tat sich ziemlich viel in Israel, denn der Konflikt mit den arabischen Nachbarn und die Spannungen im Nahen Osten nahmen zu. In diesem Kontext entwickelte das israelische Militär... Da merkt ihr, dass das Thema nicht erst seit gestern am Start ist, ne? Für alle Leute, die denken, das hat erst mit dem 7. Oktober angefangen, wo viele Leute nur da hingucken wollen und nicht richtig die Historie versuchen nachzuvollziehen. Das Thema geht schon ein bisschen länger, ne? Der Geheimdienst dann Pläne zur Sabotage von Einrichtungen in Ägypten, eben um die Beziehungen zwischen Ägypten und den westlichen Mächten, insbesondere den USA und Großbritannien, zu schwächen. Der israelische Geheimdienst hat also eine geheime Operation, bekannt als Operation Susanna, in Ägypten durchgeführt. Susanna? Ziel war es, Bombenanschläge auf amerikanische und britische Einrichtungen in Ägypten zu verüben und diese Anschläge dann ägyptischen Extremisten anzulasten. Und yo. Vielleicht hätte dieser Plan auch funktioniert und man hätte den Schwindel bis heute nicht aufgedeckt, wenn die Operation nicht völlig daneben ging. Denn einer der beteiligten Agenten wurde gefasst und vor Gericht gestellt. Nachdem das passierte und er mit der Wahrheit rausrückte, entbrannte eine politische Krise. Es gab schwere Anschuldigungen und gegenseitige Schuldzuweisungen innerhalb der israelischen Führung. Eine Untersuchungskommission wurde einberufen, um die Verantwortlichkeiten zu klären. Die Ergebnisse der Kommission waren jedoch umstritten und trugen nur... Warum sind die USA und England und diese ganzen Jungs innen aber jetzt so mit der stärkste Partner von Israel so? Wenn sowas schon mal rausgekommen ist, dass Israel versucht hat, deren Basen anzugreifen und das dann den Ägyptern zuzuschieben, damit die Amis und Engländer schön die Ägypter zerbomben, damit Israel mehr Luft hat, so, weißt du, wie ich meine? So, was die ja heute teilweise auch machen, die Amis und so, diese ganzen Kriege, die im Nahen Osten angezettelt werden, werden auch oft angezettelt, um Israel zu schützen, so ein bisschen, weißt du? Da gehen wir jetzt ein bisschen zu tief rein, ich will da nicht zu viel zu sagen, weil sonst...
nicht zur Klärung bei. Die Aufdeckung dieser Affäre sorgte jedoch für eine massive Verschlechterung der Beziehung von Israel mit den USA und Großbritannien. Wild, Alter. Da hätte ich gerne noch ein bisschen mehr zu gehört und ein bisschen ein paar Fragen gestellt auch. Nummer 12. Zuckerindustrie bezahlt Wissenschaftler. Viele Menschen geben tierischen Fetten, die den Cholesterinspiegel steigern, die Schuld an Herzerkrankungen. Dass übermäßiger Zuckerkonsum genauso schuld daran sein kann, war lange Zeit von der amerikanischen Zuckerindustrie unter den Tisch gekehrt worden. Lange Zeit herrschten Verschwörungstheorien darüber, dass die Zuckerindustrie Wissenschaftler bezahlt, um ihre Studien zu vertuschen. Das ist nicht die einzige Industrie, die Wissenschaftler bezahlt, um Studien zu vertuschen oder ein gewisses Narrativ zu pushen. Ne? Kriegen wir ja aktuell gerade mit. Nur, dass sich genau das irgendwann als wahr herausstellte und der ganze Schwindel aufflog. Im Jahr 2016 veröffentlichten Forscher der Universität aus Kalifornien Dokumente, die zeigen, dass die Sugar Research Foundation in den 1960er Jahren tatsächlich Wissenschaftler bezahlte, um eine Literatur über sich zu erstellen, die die Rolle von Zucker bei Herzerkrankungen herunterspielte und stattdessen Fett als Hauptursache darstellte. Die Untersuchung der Universität zeigte, dass die Zuckerindustrie den Harvard-Wissenschaftlern, die Überprüfung durchführten, erhebliche Summen zahlte, um die von der Zuckerindustrie gewünschten Ergebnisse zu erzielen. Wow. Das Ganze führte dazu, dass die wissenschaftliche Wahrnehmung von Ernährung und Gesundheit... Vogelmann tippt 2 Euro. Nicht vorlesen. Weil Israel über Jahrzehnte hinweg in eine Richtung gelenkt wurde, die Zucker als weniger problematisch und Fett als Hauptverursacher von Herzkrankheiten darstellte. Doch es ging noch weiter. Die Forscher wurden zum Beispiel auch angewiesen, sich auf Maßnahmen zur Bekämpfung von Zahnkaries zu konzentrieren, die nicht den Zuckerkonsum einschränkten. Die ganzen Enthüllungen haben letztendlich gezeigt, wie finanzielle Interessen wissenschaftliche Ergebnisse beeinflussen können. Und wer weiß, wie viel davon noch passiert. Nummer 13. CIA's Herzinfarktpistole. Als wäre die Hormonbombe, die Spionagekatze und die LSD-Versuche nicht schon genug, bewahrheitete sich leider auch die Verschwörungstheorie, dass die CIA im Zuge des Kalten Krieges die sogenannte Herzinfarktpistole entwickelte. Dabei handelt es sich um eine kleine Waffe, die in der Lage war, eine gefrorene Kugel aus Wasser und Gift abzufeuern. Eine gefrorene Kugel aus Wasser und Gift? In der Kugel war angeblich ein Toxin, das einen Herzinfarkt verursachen konnte, wodurch der Tod des Opfers wie ein natürlicher Herzinfarkt erschien. Die Idee war, dass die gefrorene Kugel sich nach dem Eindringen in den Körper auflöst und das Gift freisetzt. Boah. Sichtbare Spuren zu hinterlassen. Digga. Und wann war das? Da haben die schon so früh dran geforscht. Denkt ihr echt, dass die sowas nicht haben? Ey, eine Frage in den Chat. Glaubt ihr, CIA und Konsorten, glaubt ihr, die haben auch so Frequenzwaffen, wo die gewisse Frequenzen einfach abschießen und diese Frequenzen dann Einfluss auf die Menschen haben, die mit diesen Frequenzen in Berührung kommen? Ich tue jetzt gerade so, als ob ich das nicht weiß, dass es sowas gibt, aber ich will mal die Frage an den Chat stellen. Glaubt ihr, dass es sowas gibt? Die Existenz dieser Waffe wurde erstmals während einer Anhörung im US-Kongress im Jahr 1975 durch das sogenannte Church-Komitee bekannt. Bei diesen Anhörungen wurden verschiedene umstrittene Praktiken und Operationen der CIA... Nein, die sind alle ehrlich geworden. gelegt, einschließlich der Entwicklung der Herzinfarktpistole. Der Zweck einer solchen Waffe war es, politische Gegner oder andere Zielpersonen auf eine unauffällige und unnachweisbare Weise zu eliminieren. Ob sie... wirklich eingesetzt wurde, bleibt bis heute ein Geheimnis. Aber sie zeigt, in welchen ethischen Grauzonen sich die Geheimdienste wie die CIA während des Kalten Krieges bewegten. Nummer 4. Nicht nur während des Kalten Krieges, immer noch, Mann. Die Typen sind schlimmer als die Mafia oder jedes Kartell, was es gibt. Todesstudio von Tuskegee. Machen wir weiter mit der Tuskegee-Studie, einem der berüchtigsten und fragwürdigsten medizinischen Experimenten der USA. Durchgeführt wurde es von 1932 bis 1972 mit dem Ziel, den natürlichen Verlauf der unbehandelten... Die erste Schallwaffe wurde in den USA angewendet bei einem Protest. Ich habe nämlich auch ein Video dazu im Discord gehabt, hab mir dazu mal was reingezogen. Können wir gleich mal reingehen, wenn ihr Bock habt. Bei afroamerikanischen Männern zu beobachten. Die Studie... What the fuck?
wurde vom Public Health Service in Zusammenarbeit mit dem Tuskegee-Institut durchgeführt. Dazu wurden rund 600 afroamerikanische Männer aus dem ländlichen Alabama in die Studie aufgenommen. Etwa 399 von ihnen hatten bereits Syphilis, während die restlichen 201 als Kontrollgruppe ohne die Krankheit dienten. Den Teilnehmern wurde jedoch nicht mitgeteilt, dass sie an einer Studie über Syphilis teilnahmen. Stattdessen wurden sie darüber informiert, dass sie an einer Behandlung gegen schlechtes Blut teilnehmen würden. Das Grausame daran, den Männern wurde keine wirksame Behandlung gegen Syphilis gegeben, obwohl Penicillin in den 1940er Jahren bereits als Heilmittel entdeckt wurde. Stattdessen erhielten sie Placebos, unwirksame Präparate und gelegentlich Aspirin. Die Studie sollte zeigen, dass sich die Syphilis bei Weißen und Schwarzen unterschiedlich auswirken würde. Insbesondere gingen die Forscher davon aus, dass bei Schwarzen seltener Gehirnschäden im letzten Stadium der Erkrankung entstehen würden. Und um das herauszufinden, durfte man die Männer aber natürlich nicht heilen und musste sie ohne ihr Wissen weiter unter der Krankheit leiden lassen. Die Folge, die Teilnehmer litten nach dem Experiment an den schweren Folgen der unbehandelten Syphilis, darunter chronische Gesundheitsprobleme, psychische Beeinträchtigungen. Die gehen über Leichen, Digga. Und viele von ihnen starben. Sie infizierten teilweise auch ihre Familien, da Jo, das ist auf so vielen Ebenen einfach mies. So mies unmenschlich. Syphilis eine sexuell übertragbare Krankheit ist. Aber genau das war eben das Ziel der Studie. Die Erkrankten so lange nicht zu behandeln, bis sie einen qualvollen Tod starben, um sie anschließend untersuchen zu können. Regelmäßige Gesundheitschecks sollten zudem verhindern. Und lass mich raten, keiner von den Jungs, die da mitgemacht haben, wurden zur Rechenschaft gezogen. Kein einziger. Dass sie woanders medizinisch versorgt wurden. Die ganze Studie wurde erst 1972 durch einen Whistleblower und journalistische Recherchen aufgedeckt. 1997 entschuldigte sich der damalige Präsident Bill Clinton offiziell bei den Überlebenden der Studie und deren Entschuldigung reicht, sagst du? Familien. Als Folge wurden strengere ethische Richtlinien und Regulierungen für medizinische Studien eingeführt. Was ist mit den Leuten passiert, die das gemacht haben? Sicherzustellen, dass sich ein solches Ereignis nicht wiederholt. Doch trotzdem führte die Tuskegee-Studie zu einem tiefen Misstrauen gegenüber dem Gesundheitssystem und der medizinischen Forschung, insbesondere in der afroamerikanischen Gemeinschaft. Stark. Richtig so. Recht. Nummer 15. Das Philadelphia-Experiment. Kommen wir zu einer der bekanntesten Verschwörungen. Davon habe ich schon mal gehört, Philadelphia. Theorien, bei der bis heute irgendwie nicht 100%ig geklärt werden kann, ob sie wirklich wahr geworden. Philadelphia, das war doch, war das Philadelphia? War das Philadelphia nicht mit diesem Schiff, was von dem einen Ort an den anderen gebeamt wurde quasi? Ist das das? Ist. Und das ist das Philadelphia-Experiment. Dabei geht es um angebliche Experimente der US-Marine während des Zweiten Weltkriegs. Der Kern der Geschichte besagt, dass die US-Marine im Jahr 1943 auf dem USS Eldridge-Schiff ein Experiment durchführte, bei dem das Schiff durch die Anwendung von Elektromagnetismus für das gerade erst neu erfundene Radar unsichtbar gemacht werden sollte. Die Geschichte des Philadelphia-Experiments wurde in den 1950er Jahren durch Briefe eines Mannes namens Carl Allen bekannt, die er... Und dann ist das Schiff irgendwo anders aufgetaucht oder so ein Shit, ne? Irgendwie sowas. ...den Forscher und Schriftsteller Morris K. Jessop schickte. In diesen Briefen behauptete Allen, Augenzeuge des Experiments gewesen zu sein und lieferte erschreckende Details. Er schildert, wie auf dem Deck des Schiffs riesige Generatoren installiert wurden, die starke Magnetfelder erzeugten. Als sie in Gang gesetzt wurden, soll das Schiff für 15 Minuten unsichtbar gewesen sein. In dieser Zeit wurde es in den 370 Kilometer entfernten Kriegshafen von Norfolk teleportiert, wo es für kurze Zeit vor den Docks auftauchte. Anschließend teleportierte es sich wieder nach Philadelphia, wo sich die... Digga. Wer glaubt, dass das sowas funktionieren kann? Sehr ehrlich, eins in die Chat. Materie jedoch nicht wieder korrekt zusammensetzte. Menschliche Körper und andere Gegenstände sollen nach den Augenzeugenberichten mit dem Stahl des Rumpfes verschmolzen gewesen sein. Und mit dem Stahl des Rumpfes verschmolzen gewesen sein, Bruder. Was? Viele Besatzungsmitglieder sollen schwere Verbrennungen aufgewiesen haben oder Ach krass, ich hab gedacht, die sind draufgegangen. ...gewesen sein. Noch Jahre später sollen sich Beteiligte der Mission angeblich vereinzelt in Luft aufgelöst oder an schweren Erkrankungen erlegen sein. So... Ich glaub das nicht, Digi, also ich glaub das nicht. ...steht es zumindest in den Briefen von Allen, der auch behauptet, dass der für seine elektrotechnischen Erfindungen bekannte Physiker Nikola Tesla und sogar Albert Einstein an diesem Versuch mitgearbeitet haben sollen. Viele
Okay, das ist mystisch. Historiker und Wissenschaftler haben das Philadelphia-Experiment als Schwindel oder Fehlinterpretation abgetan. Doch trotz der Skepsis gibt es einige, die fest davon überzeugt sind, dass diese Theorie stimmt. Was glaubt ihr? Kann sowas möglich sein? Kann sowas möglich sein und ist das wirklich passiert? Sind halt zwei verschiedene Fragen. Kann sowas möglich sein? Da wäre ich jetzt grundsätzlich erstmal nicht direkt bei Nein. Aber ich bin halt sehr, sehr skeptisch bei solchen Sachen. So. Ob das wirklich so passiert ist, weißt du, wie ich meine? Kann das auf irgendeiner Ebene, in irgendwelchen Dimensionen vielleicht funktionieren? Ja, vielleicht, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Schwierig immer bei solchen Sachen, ne? Wollt ihr mehr davon? Zeigt uns das mit einem Like und abonniert den Kanal. Die unglaublichsten Funde aus dem Zweiten Weltkrieg. Bruder, stabiler Kanal, ne? Gute Vibes, Digi, sag ich dir ehrlich. Gutes Video. Können wir mal auf dem Schirm behalten, oder? Hier, was hier unglaubliche Funde aus dem Zweiten Weltkrieg. Wir zeigen euch jetzt die 15 unglaublichsten Funde aus dem Zweiten Weltkrieg. Nicht verkehrt so. Ich glaube, da sind ein paar gute Recherchen dabei. Cousin hat 500.000 Views, aber 500.000 Abonnenten, aber macht nur so 2.000 Views, Digga. Schon komisch, ne? Aber trotzdem, hört sich nicht verkehrt an. Da kann man auf jeden Fall die ein oder anderen Male mal reinschauen. Die größten Menschen, die je gelebt haben. Crazy. Fotos, die beweisen, dass Zeitreisen existieren. Geil, Digga. Mieser Schwurbelkanal, wa? Die unglaublichen letzten Worte von berühmten Personen. Doch. Also ich glaube, ich abonniere den mal. Da sind einige Sachen dabei, die uns hier im Stream interessieren könnten. I love you. Meine lieben Freunde, schreibt mir gerne eure Gedanken zu den Themen unten in die Kommentare rein. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Haltet die Ohren steif. Bis dahin. Ich liebe euch. Eure Gedanken unten rein. Wie gesagt, peace out. Gang.